Es ist soweit, es geht in die zweite Runde Ghosts from the Past 2 bzw. The Second Hunting. Und ja, wir wollen eine Ghost Red ziehen, im besten Fall, aber vor allen Dingen wieder hier vorab. Vielen Dank an Konami, dass wir das hier früh öffnen dürfen. Und ich weiß nicht so viel von diesem Produkt an sich. Ich weiß an sich, was die Ghost Reds sein können. Ich weiß auch ein paar Karten, die hier reprinted werden bzw. hier drin sein können, die zum Teil auch zum ersten Mal gedruckt wurden. Aber ich kenne nicht alle Karten und daher ist das ein bisschen auch für mich hier wie so ein kleines Überraschungsei, dass ich hier nicht weiß, was hier eben drin ist. Und wir öffnen das Ganze einfach mal. Oh, wieder wunderschön. Sieht sehr schön aus. Sieht sehr, sehr schön aus. So, hier. Guck mal, es passt kaum. Passt kaum unter die Kamera. Ist einfach hübsch. Ist einfach hübsch. Schön im Silber-Look hier. So, wir fangen an. Wir packen das mal zur Seite. Hier ist die erste. Wir haben hier, gut, dass ich hier eine Schere habe. Wir haben hier zwei Kleber. Kleber 1 und Kleber 2. Und können das Ganze jetzt dann hier aufmachen. Na, will nicht ganz. Jetzt ist es verrutscht. Das ist ja super. So. So haben wir das Ganze hier. Und wir sehen hier drei Booster drin. Hartpappe. Finde ich gut. Gefällt mir. Auf jeden Fall. So. Und hier haben wir es. Oh. Also ein Blue Eyes in Ghost Rare wäre schon das Highlight. Oder Cyberdrache. Das wäre echt ein Riesen-Highlight. Und hier haben wir vier Booster. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit dem ersten an. Gehen natürlich ein bisschen dichter, denn wir wollen hier auch natürlich die Karten sehen. Und wie gesagt, ich weiß selber nicht, welche Karten hier alle drin sind. Und deswegen bin ich besonders selbst überrascht hier. Und wir fangen an mit Steinbrecher. Wir sind ja recht dichter noch. Ah, okay. Also hier kommen Fossil Reprints drin. Finde ich super gut. Codelifter. Super gute Karte. Sehr, sehr gut, dass hier drin ist. Ah, interessant, ja. Und, dunkler Vertrag, ja, DDD. Hier jetzt ja auch mit der Nuller-Scale drin, was natürlich sehr cool ist. Und gefallene Zuflucht. Okay, interessant, dass das hier auch drin ist. Hätte jetzt nicht gedacht, dass hier auch was für Feen drin ist. Aber Proxy-Pferd, okay. Falls die Karte, die du kontrollierst, als Link-Material für ein Cybermonster verwendet wird, kannst du auch Cybermonster von deiner Hand als Material verwenden. Während der Endphase, du kannst diese Karte von dem Friedhof verbannen und dann zwei Link-Monster auf den Friedhof wählen, darunter ein Cyber-Link-Monster, lege sie ins Extra-Deck zurück. Nice. Ist keine schlechte Karte. Hornet. Auch cooler Reprint. Säulen. Denglong. Auerlaufdrache und ja, Fossil. Wie gesagt, Fossil ist hier halt als Reprint drin. Was ich gut finde. Was ich wirklich gut finde. Ghost Trick bekommt hier auch Reprint. Nice. Tenny. Tenny auch. Super gut. Büro-Water 001. Roadon freut sich. Chimera-Tag-Festungsdrache. Auch sehr nice. Und das ist einer der neuen Karten, die hier drin sind. Kristallungeheuer, Regenbogendrache. Die ist halt neu drin. Die gab es halt vorher im TCG nicht. Ist natürlich nett, dass wir dann hier auch alles nach und nach bekommen. Insektor. Ihr merkt, Insektor ist hier auf jeden Fall drin. Kuhnkrieger-Lady. Krass. Ich wusste gar nicht, dass die hier drin ist. Okay. 10.000 Hände. Das ist schick. Ultra Rare. Tenny freut sich super darüber. Und Elemental Neas Kluger. Eine Metall Neas und Jubel. Nice. Auch hier drin. Interessant. Es ist sehr überraschend. Machen wir direkt die nächste auf. Da warten wir doch nicht lange. Direkt die nächste auf, Mann. Wir wollen hier sehen, welche Karten hier drin sind. So, Nummer 1. Nummer 2. Öffnen. Ich bin so gespannt hier. So, was können wir noch so ziehen? Was können wir noch ziehen? Natürlich, wie gesagt, eine Ghost Rare wäre das größte Highlight, aber ich gebe mich auch mit weniger zufrieden. Definitiv. Und gucken wir mal. Ja, die Sendboten bekommen hier wirklich alle Reprints. Finde ich interessant. Das Proxy-Wert hatten wir schon. Boss Stage bekommt hier auch einen Reprint drin. Nochmal Chimera-Attack-Festungsdrache und Meisterfeuer Hyperbaryon. Krass, dass die hier drin sind. Das wusste ich auch nicht. Aber macht natürlich Sinn, wenn hier jetzt die Sendboten drin sind. Aber nice. Haben wir die Karten auch. Sehr schön. Weiter geht's. Vampir. Vampir bekommt hier auch Reprint. Blunder Patrol Reprints. Super. Außerirdisch. Oh Gott. Außerirdisch. Außerirdisch.
Wie kommt das? Ich weiß gar nicht, ob es da bereits halt was gibt. Oh, Domain! Domain! Superschön. Und DDD, Schicksalskönig Zero. Sehr hübsche Karte. Sehr, sehr hübsche Karte. Ja, DDD ist hier drin. Auch halt, die Nuller. Oh! Track Black. Also, das ist ja... ja... Immer Visions? Nein. Die Helden sind hier drin. Als ob hier die Helden drin sind. Geistertrick. Baxia! Und. Das ist ein cooler Reprint. Und Leute fragen sich jetzt, warum? Die spielt man doch nicht. Nein, aber die Karte ist uralt und hat es bitter nötig gehabt. Ja. Ey, super, super schick. Alter Geist. Alter, von Artwork. Auch ultra hübsch. Geistertrick. Nummer 60 auch. Nummer 60. Sehr hübsch. Chimera-Tech. Mega Flottendrache. Klar, ne, wenn der andere Chimera, muss ja der auch drin sein. Und dunkler Alligator. Karte kenne ich jetzt gerade gar nicht so. Du kannst diese Karte als Tribut beschwören, indem du ein Reptilmonster als Tribut anbietest. Wenn diese Karte als Tribut beschworen wird, du kannst ein Alligator-Spielmarke Stufe 1, 2000 ATK, 0 Death, bis zur Anzahl der Reptilienmonster als Tribut bis zur Anzahl der Reptilienmonster, die für diese Tributbeschwörung dieser Karte angeboten wurden, als Spezialbeschwörung. Falls diese Karte Tributbeschwörung Karte durch Kampf zerstört wird oder durch einen Karteneffekt eines Gegners zerstört wird, solange sich ein Monster Zone ihres Besitzers liegt. Was? Das war jetzt ein bisschen holprig hier. Falls die Tributbeschwörung Karte durch Kampf zerstört auf dem Friedhof, solange sie in der Mainmonster Zone besitzt, du kannst deiner Hand ein Reptilienmonster von deiner Decke hinzufügen. Ja, ist aber leider keine Spezialbeschwörung. Das ist natürlich schade. Wenn man die Spezialbeschwören könnte, dann wäre es echt eine gute Karte. Aber so. Ich kriege es gerade nicht auf. Das ist ja auch hier. So. Oh Mann, das ist wie Weihnachten. Es ist so schön. So. Und wir haben noch drei vor uns. So. Oh ja. So, vier Booster. Und weiter geht's. Wir wollen. Ey, es gefällt mir einfach zu gut. Da haben wir wieder Sendbote. Wie gesagt, Sendboten. Victoria Engel der Tapferkeit. Okay. Zwillingsraptor. Nett. Niederträchtig. Hier ist Niederträchtig drin? Okay. Nummer 97. Das war mir zum Beispiel bekannt, dass die Karte hier drin ist. Summe 97. Warum auch nicht? Okay, also zum Teil weiß ich nicht, ob das jetzt einfach die Karte, die ich nicht auf den Schirm habe oder die einfach neu ist. Falls diese Karte, die du gehörst, dir gehört, durch den Karteneffekt deines Gegners zerstört oder Friedhof gelegt wird, oder falls diese Karte als Spezialbeschwörung von Friedhof beschworen wird, du kannst eine Karte ziehen. Du kannst den Effekt von den neuen Buschwiesen verwenden. Ah, ist eine Anlehnung an den anderen Vogel, dessen Namen ich jetzt leider nicht weiß. Hornet, das ist auch super. Oh! Okay. Das hätte ich nicht erwartet. Also ja, hier ist Zombie drin, okay, aber das als Reprint? Dann ist ja Benji auch drin, ne? Wie cool. Boah, Benji. Oh mein Gott. DDD, wie gesagt, das ist klar, dass DDD hier ist. Code-Generator auch gut. Code-Lüfter, Code-Generator, super gut. Vampir, Chimera und den Schallenritter. Ja, why not? Oh, wie cool. Wir haben hier einfach das Structure-Deck drin. Davon die Reprints. Da haben wir wirklich lange drauf gewartet. DDD, supi. Nochmal, Yang Xing, super. Und ja, Fossilkrieger. Fossil ist auch, wie gesagt, super. Ah, oh, ey, das ist. Das macht so Spaß. Vor allem, Leute, ihr müsst das mal verstehen, ja? Für euch ist so, ihr seht jetzt das hier, wie ich das öffne und habt vielleicht schon noch andere Openings dazu gesehen. Und für euch ist das so, ja, ich wusste jetzt, dass es kommen kann. Ja, ich kenne die Karte oder so. Aber für mich. Ich kenne hieraus nichts. Ich kenne vielleicht halt eine Handvoll Karten und vielleicht die Ghost Rares, aber mehr weiß ich nicht. Sprich, alles andere, was ich jetzt ziehe, ist einfach reine Überraschung und es ist einfach ein ganz anderes Feeling. Also wirklich, es ist ein ganz anderes Feeling und es ist einfach nur nice. So, weiter geht's. Noch ein Sendbote. Sehr gut. Der Sendboten hier halt komplett drin. Kenny auch. Also das finde ich auch... Ich glaube, ich sage oft genug, dass ich das gut finde, ne? Chimera-Tank und, boah, Zen-Punkt des Lebens, Neptun. Da ist Neptun. Ja,
Neptun. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Leider kein Empfänger. Er ist Stufe 1. Als Empfänger wäre das nochmal richtig cool gekommen. Leider ist er kein Empfänger. Aber man kann ja nicht alles haben. Ewig infernaler Bauer. Artwork. Das erinnert auch an einen Kinofilm. Boah, Zuflucht nochmal ein Ultrawehr. Schick. Nummer 38. Da ist sie. Und, oh ja, vom Boss-Stage Generator. Generator-Karten müssen hier natürlich auch drin sein. Ich meine, warum nur das Exit reinpacken? Natürlich sind da auch die anderen Karten drin. Hier kommen wir zu Vampir und Plunder Patrol und Boss Level. Wir haben Boss Stage, Generator, Boss Level. Nice. Und wieder eine Fusion, wo viele sich fragen, warum denn dieser Reprint? Ich sage euch, ist sehr wichtig. Ist Wasser, Stufe 4. Das ist sehr relevant, gerade mit Fertigfusion. Und Fusionsheld. Oh, ja, also das ist ein tippitopp Reprint. Also wirklich ein tippitopp Reprint. Weiter geht's. Und es neigt sich leider schon dem Ende hin langsam. Das ist sehr schade. Ewig und Fanal, Dendu, Himmelsch und Fossil. Und jetzt kommen wir leider schon zur letzten Box. Oh Mann, ich wünschte, es wären mehr. So, öffnen wir das Ganze hier. Und, oh. So, so, so. Es geht schon auf. Ganz entspannt. 1, 2, 3, 4. So, die letzten vier leider. Ich hoffe jetzt nochmal auf was Schönes. Eine Ghost Rare wäre natürlich schön. Code, ja, das ist klar, ne? Hier sind alle die ganzen Code-Karten drin, finde ich super. DDD, auch hier drin. Und Plunder Patrol, das finde ich so super, dass die eigentlich ihre Reprints bekommen. Yang Xing und Razor. Razor, der Mega-Monarch. Flanderies lässt grüßen und das freut mich einfach. Diese Karte in der Hand zu halten, ist halt super top, super hübsche Karte. Auch ein Ultra, ja? Sehr hübsch, muss ich sagen. Also da freue ich mich. Flanderies, dann kann ich Flanderies jetzt ja doch spielen komplett. Zenbute Maß, auch eine uralte Karte. Als ich das erste Mal in der Hand hielt, ist schon sehr, sehr, sehr lange her. Yang Xing und Galaxy Soldier, auch nochmal drin. Passen natürlich theoretisch zu Saradrache. Finde ich super. Und das vorletzte Pack leider, Leute. Der Tenny. Super gut. Plunder Patrol, auch super gut. Vampir, auch super schön. Pitch Armor in Ultra. Ja, gut, Leute. Also, da kann die Kamen, die Kamen natürlich einpacken gegen. Super hübsch. Und Elementar halt. Nochmal. Und das letzte Pack. Ist hier eine Ghost Rare drin? Wir werden es jetzt erleben. Ist hier eine Ghost Rare drin oder nicht? Vollgeschüttete Totalkunst, Megafleet und Zeitdieb. Zeitdieb ist hier auch nochmal drin, wild. Und Mathemech auch. Interessante Archetypes, sehr interessant. Ja, für mich Highlight, Razor einfach für Flanderies. Ja, leider keine Ghost Rare. Ich versuche es jedes Mal, sie zu handeln, aber ich bekomme sie nicht. Aber man kann ja nicht alles haben, ne? Aber meine großen Highlights, können wir mal eben schnell durchgehen, was meine großen Highlights sind. Ohne Witz, ich finde die Fusion als Reprint, ja, okay, ne? Natürlich die Sendboten, die neuen Karten. Ja, cool. Ja, auch hier natürlich Cyber, Code, also eigentlich kann ich alles aufziehen, ne? Natürlich Structure Deck Reprint. Leider keine Benji gezogen. Das ist natürlich schade. Insektor nochmal hier sogar drin. Das hat mich auch überrascht. Niederträchtig. Warum niederträchtig? Also ich meine, klar, warum nicht, ne? Aber hat mich gewundert. Was haben wir noch? Nummer 60. Auch super guter Reprint natürlich. Ja, Baxia natürlich auch. Bei Domäne. Sehr überraschend. Ich frage mich noch, welche Monarchkarten hier noch. Natürlich, wie gesagt, ne? Ist natürlich klar. Dann, ja. Tenny-Karten. Tipp, top. 1A, Bürobotter, nett, ein Ultra-Ware, sieht gut aus. Wie gesagt, bei den Technik kann ich eigentlich alle rauslegen. Dann auch Chimera Tagamotluftdrache, sehr gute Karte natürlich. Für Cyberdrache auch sehr wichtig halt eben für den OTK dann. Yang Xing auch nochmal interessant. Und dann haben wir hier den Lüfter und ja, auch, ja, ne, Visionshelden als Reprint auch cool. Boss Stage auch nochmal cool. Planet Patrol, Vampir, Nummer 38. Ihr seht, ich bin begeistert, auch wenn wir leider keine Ghost Rare gezogen haben. Aber Razor für mich auf jeden Fall das große, große, große Highlight hier. Einfach, weil ich halt eben Razor für Flanderies noch gebraucht habe. Ja, Leute, aber jetzt natürlich
Hat es euch gefallen oder nicht? Seid ihr überrascht, was hier drin ist oder nicht? Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, das war es jetzt hier von dem Opening. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und natürlich noch viel Spaß beim Duellieren.